Folge 22, let's go! Und damit willkommen. Unserem Einsender wird die Vorfahrt genommen und bei dem, was da aus dem Fenster lunzt, da wundert mich das Fahrverhalten nicht. Und dass der Flitzepiep ja mitten im Verkehr aussteigen muss, ist auch so eine Krütze. Du stehst da scheiße. Vom zu schnell fahren mal abgesehen, aber da hinten ist kein weiterer Verkehr. Also was will denn der schon wieder links? Hält sich hier keiner an die 80, außer ich. Seit wann haben denn LKWs so einen Achso, das ist kein... Ach, das soll Sicherheitsabstand sein. Ja, na gut, wenn der LKW mal hart bremst, Kollege, dann wirst du zur Ziehharmonika. Wir haben Vorfahrt und nutzen dies auch. Ja, du hast keine Vorfahrt. Du hast keine Vorfahrt. Ganz einfach. Was willst du, du Pisser? Klar, man hätte ihn reinlassen können. Aber wer sich so aufregt, dass er Vorfahrt gewähren muss, der macht auch andere Scheiße im Verkehr. Ja, ich hab Vorfahrt, du Spinner. Zeig mir noch einen Vogel. Das ist doch eine entspannte Fahrt. Du fährst jetzt noch vorbei. So ein... Könige für einen Tag. Tun und lassen, was man mag. Dabei war er doch so wunderbar eingeordnet. Ach Mensch, Keule. Also ich unterstelle dem Radfahrer, der wäre unserem Einsender eiskalt reingekracht. Junge, wie der da durchheizt, ey. Der Verkehr verzögert sich. So, was kommt vor? Und diese Leuchte... Der hat eine fette Hummel im Arsch. Warum beschwerst du dich? Ich habe nicht genug Abstand, die gibt nicht Gas. Und warum geht's nicht voran? Oh, Radfahrer. Und Kurve. Und durchgezogene. Ja, so ist das. Ihr habt ihn vermisst. Genauso wie ich. Und hier ist er wieder. Becky is back. Laut den Schildern könnte er auf dem Fußweg fahren, aber dann nur mit Schrittgeschwindigkeit. Und so ist er hier berechtigterweise auf der Straße unterwegs. Und der Mazda-Fahrer, das ist ein richtig Shapeshock-Kräpel. Also die Fahrerin hat wirklich gedacht, dass Vicky sich hier in Luft auflöst und hat deswegen einfach drauf gehalten. Oh Gott, ich muss das stumm stellen. Ab hier so ein böses Wortgefecht und auch die Passanten links halten Vicky für eine Bratwurst, weil die auch ihren Senf dazugeben. Ich sag nur, wer das Hindernis hat, schreibt in die Kommentare, wie es weitergeht. Aber eins muss ich anmerken und das habe ich dem Einsender auch persönlich in der Mail zurückgeschrieben, wenn Kinder anwesend sind, achtet bitte auf eure Wortwahl. Die lernen so schnell falsch von der Gesellschaft und bevor es die wirklich verdirbt, gibt dem wenigstens noch ein bisschen Zeit. Geisterfahrer! Geisterfahrer! Fahr doch dahinter. Was war das denn? Ach ja, das war Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns bis zur nächsten. Allzeit gute Fahrt.